Ja, moin moin und hallo YouTube, ich bin's, euer OPK Gaming und wie ihr vielleicht schon am Gameplay seht, Call of Duty Black Ops, ja, Team Deathmatch auf Drive-In. Und ihr seht, ich habe das Gameplay vorgespult. Wieso? Ich habe das Gameplay, also das Gameplay gegen, ich glaube, das Gameplay gegen, ja, weiß ich nicht, 8 oder 7 Minuten. Ich habe es einfach vorgespult, weil es echt langweilig war, das Game. Das Gameplay ist wirklich langweilig gewesen, weil es wirklich Gegnersuche ohne Ende war, weil du hast ein Spyplane draußen, siehst null Gegner, siehst wirklich null Gegner auf dem Radar oder die werden die alle einfach weggeschnappt. Deswegen habe ich das einfach mal vorgespult. Ich hoffe, es stört euch nicht, denn ich habe eine, ja, wäre für manche traurige Nachricht, ja, zu überbringen. Und zwar werde ich für 3 oder 4 Tage, vielleicht auch nur bis zum Wochenende hin, bis Sonntag, eine COD-Pause auf meinem Kanal machen. Ja, das heißt, es wird bis Sonntag, eventuell bis Sonntag, vielleicht auch länger, mal sehen, wie ich drauf Lust habe, kein COD auf meinem Kanal kommen. Warum? Ganz einfach, COD ist für mich unspielbar geworden, da nur noch Camper, kleine Spastensöhne mit Ghost, Noob-Waffen und kleine Hurensöhne einfach nur in der Ecke sitzen. Auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock mehr und ich reiße nichts mehr in COD. Ich reiße wirklich nichts mehr in COD. Ich raste aus, mache dadurch nur noch mehr irgendwie irgendwelche Sachen kaputt oder so, raste dadurch aus, weil ich habe wirklich null Lust mehr auf COD. Und deswegen werde auf meinem Kanal bis Sonntag oder so, nur noch Battlefield 3 oder halt irgendein anderes Game kommen. Homefront vielleicht, eventuell Homefront vielleicht oder auch Max Payne 3. Mal sehen, so, je nachdem, wie ich Lust habe. Denn ich lege eine COD-Pause ein bis Sonntag, weil COD mich sowas von anfuckt. Ich meine, was sind das für Noobs, die 30.000 Jahre in einer Ecke sitzen, Mann? Das sind doch, guck mal hier, so ein Spastensohn, Alter. Du kannst nicht mehr gerade laufen, du musst dich nur noch umgucken, weil es einfach nur Spastensöhne sind. Und ich wage mal zu behaupten, dass ich COD kann. Ohne Scheiß, Leute, ich wage es zu behaupten, dass ich COD kann. Und ich kann COD auch, glaubt mir, Leute, ich kann COD. Ich habe zwar nicht die beste KD, ich habe keine 2er-KD, ich habe eine 1,53 oder 1,54er-KD. Und ich wage mal, dass die KD auch gar nicht mal so schlecht ist, dass man damit auch gut spielen kann. Und ich kann auch sehr gut COD spielen. Nur momentan ist das halt sehr, sehr schlimm in COD, weil es einfach nur noch Camper sind und mich, die kotzen mich einfach nur noch an, darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Und das müsst ihr eigentlich auch ein bisschen verstehen, von meiner Seite aus, dass ich einfach kein Sandy Rubbage und kein Elutrix bin, der jede Runde 100-0 schafft. Sowas schaffe ich nicht. Ich schaffe gerade mal, wenn es hochkommt, wenn ich einen guten Tag habe, schaffe ich vielleicht mal 50-5 oder so. Mehr schaffe ich dann auch nicht mehr, Leute. Das müsst ihr verstehen. Und ja, Leute, deswegen COD-Pause bis Sonntag. Bitte versteht mich, bitte deabonniert mich nicht, nur weil ich jetzt 2 Tage oder 3 Tage einfach kein COD bringt. Bitte deabonniert mich deswegen nicht, weil das finde ich, würde ich sehr unlogisch finden. Und ja, ich habe noch ein anderes Thema oder kleines Thema. Und zwar meine Lieblings- oder mein Traumauto. Mein Traumauto wäre ein, ja, ein Dodge Charger, ein Dodge Challenger, Baujahr 1968, das wäre mein Traumauto. Ja, Leute, das war's von Gameplay. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder ja, was euer Traumauto ist und ob ihr es gut findet, dass ich eine Pause macht, weil ich habe wirklich keine Lust mehr auf COD. Das war's von mir, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.